Willkommen in Berlin. Gleich drei Konzerte geben sie in der Stadt. Morris, Barry und Robin, die Brother Skip oder besser die Bee Gees. Und immer auf den Spuren der drei Weltstars, die ganz, ganz treuen Fans, quasi mit auf Tournee. Frankfurt, Köln, Kiel, na so 200 Fotos sind schon zusammengekommen. Und wie viele Autogramme? Immer das Gleiche? Na, sie unterschreiben jedes Mal anders. Kommt drauf an, wie die Laune. Aber sie sammeln immer wieder? Immer wieder. Wie viele Unterschriften haben Sie denn schon von den Bee Gees? Zählen wir nicht mehr. Für ihre Konzerte am 4., 5. und 7. Juni in Berlin haben sich die Bee Gees eine der schönsten Freilichtbühnen Europas ausgesucht, die Waldbühne. Alle drei Konzerte sind restlos ausverkauft. Für Kameras sonst absolutes Tabu, die letzten Minuten vor dem Auftritt. Dieser Tunnel führt zur Bühne und am Ende warten 20.000 Fans. This very moment in time that one gets a chance to perhaps reflect with the exhale on things past and things being potentially facing you, coming up in the not too distant future, followed by a sort of deep sort of sick feeling in the stomach, a deep rumbling. Smile, you're on TV. Das haben sie immer drauf, wenn eine Kamera in der Nähe ist. Die Gebrüder Gibb, absolute Vollprofis. Seit 25 Jahren sind sie im Geschäft und da ist es auch noch Sekunden vor dem Auftritt drin, ein paar Faxen zu machen. Aber dann müssen sie raus.
Gees Alltag. Morris kommt immer als Erster vor dem Konzert zur Bühne. Er ist der musikalische Direktor der Band, der Zuverlässige, der immer sicher gehen will, dass mit der Technik und den Musikern alles klar geht. Ein sehr freundlicher, umgänglicher Typ ohne jegliche Allüren. I'm musical director as well, so if the band are here and things, anything to go over with before the show and before the soundcheck or the recording and so forth, so I like to be here and make sure everything's okay before we start. Die Band und ihre Crew. Dieser Gitarrentechniker ist allein für Barrys Instrumente verantwortlich. I'm a technician when I have clean hands and I'm a roadie when I have dirty hands. Als Techniker habe er saubere Hände, als Roadie dreckige, meint er. This is my first tour with them. Dieses ist seine erste Tour mit den Bee Gees. Aber die Tour sei toll und mit den Gebrüdern Gibb käme man ganz prima zurecht. Es sei eine fröhliche Truppe. Im grünen Bereich, also Backstage, kommt ohne Pass keiner rein. Aber nicht alle Pässe sind gleich gut und überall gültig, erklärt dieser Techniker. Ein grüner Pass und du bist nicht so wichtig. Ein blauer und du bist ganz wichtig. Dann darfst du auch mit den Bee Gees reden. Den begehrten blauen hat natürlich der Leibwächter der Gebrüder, ein Pole. Seit vielen Jahren begleitet er die Gibbs und ihre Familien auf Tour und für ihn sind es die nettesten Leute, für die er je gearbeitet hat. You know, in my career, and I like work for many people before, so, and I must say they're the best. Thank you very, very much, everybody. Good evening. Welcome. Thank you for coming to see us. Didn't realize there's going to be quite so many, but very happy to see all of you. Here's a song out of our past. One of the records that Robin made as a solo artist. We hope you like it. It's called Juliet.
Barry beim Soundcheck. Er brachte seine Familie, drei seiner vier Kinder mit. Robin kam allein, ohne Frau und seine beiden Kinder. I'm alone. Homesick? Not really. Heimweh hatte nichts. Seine Frau Edwina schreibt gerade ein Buch, musste deshalb in London bleiben, kommt aber nach Berlin nach. Seeing the publishers in London and she'll be joining me next week. Das ist Robin. Nein, das ist Morris. Welches ist Ihr Liebling? Der Robin. Robin ist mein Liebling. So zurückhaltend ist er. Ich weiß nicht. Einfach also den würden Sie heiraten? Ja, würde ich auch machen. Na klar, bei diesem Mann. Aber er ist ja glücklich verheiratet, ne? Das beruhigt uns ja doch, ja. Doch so ein bisschen, gell? That's lovely. I don't mind. Derartige Liebesbeweise machen ihn dann doch immer noch verlegen. Also Themenwechsel, Soundcheck. Every day we do a show, yeah. Why is it that necessary for you? Well, it's good. It's not just for us, but it's for the sound people in front as well. Soundcheck machen sie vor jedem Konzert. Das ist sehr wichtig, damit auch alles klappt, denn sie wollen zwei Stunden auf der Bühne perfekt sein. Robin, der irgendwie wie das Nesthäkchen der Band wirkt, kommt etwas zu spät zum Soundcheck. In den 70er Jahren gab es zwischen ihm und Barry eine Art Bruderzwist. Jeder wollte der bessere Sänger, der bessere Bee Gee sein. Doch sie haben längst erkannt, dass sie nur gemeinsam die wahren Bee Gees sind. Somebody, love somebody.
bin ein Fan seit 24 Jahren bereits von den Bee Gees. Also die erste Liebe wurde begleitet von den Bee Gees bei mir. Und ich bin heute noch ein Fan. In erster Linie von der Musik, finde auch, dass ein sehr weites Spektrum abdecken. Ne? Und bin auch aus Frankfurt jetzt gekommen und begleite alle Tourneen hier in Deutschland und noch ein paar im Ausland auch. Bin ganz happy. I come from Hong Kong. Yeah. I don't have many. Sie kam extra aus Hongkong und begleitet die Band durch Deutschland. Und das macht zusammen mit den Konzertkarten rund 7.000 US-Dollar. Das ist eben wahre Bee Gees-Begeisterung. Yes, right. I like them for over 20 years. Sind die zu ihren Fans sehr nett, sehr zugänglich oder sind die etwas arrogant und überheblich? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht arrogant. Sind immer freundlich und sind auch bereit, jedem Autogramme zu geben, machen mit jedem Foto, sind also wahnsinnig nett. The guys themselves, they're just so down to earth, you know? Die Bee Gees seien eben mit beiden am Boden geblieben, meint dieser englische Fan. Benehmen sich nicht wie Superstars und behandeln ihre Fans wie normale Mitmenschen. Direkt im Heiligtum, Backstage bei den Bee Gees. Eine Fandelegation aus Polen schenkt Barry einen Löwen. Sekunden, die dieses Mädchen wohl ihr Leben lang nicht vergessen wird. Der Kontakt zu ihren Fans scheint den Gebrüdern Gibb tatsächlich sehr wichtig zu sein. Die Fans sind für uns wie Freunde, meint Barry. Sie hören unsere Musik seit vielen Jahren. Manche wollen 20 bis 30 Platten persönlich signiert haben. Wir tun es gern. Das ist nicht Teil unseres Jobs, sondern es macht uns Spaß. We make a point of seeing them, but that's not work. You know, that's fun. But when we don't get a chance to pick up the gifts that are given to us on stage. Geschenke, wie dieser Teddy, die ihnen auf der Bühne zugeworfen werden, spenden die Gibbs gewöhnlicherweise Kinderkrankenhäusern. Aber was wir persönlich bekommen, versichert Barry, behalten wir auch. You don't have to break the bank.
you very, very much. Geschichtlich sehr interessiert und politisch sehr gut informiert, will unbedingt die neue Situation in Berlin persönlich kennenlernen. Sightseeing mit Barrys Sohn Travis. Die Tour in Berlin, Brandenburger Tor, unter den Linden, Checkpoint Charlie, Alexanderplatz und schließlich Prenzlauer Berg. Sie eine Ahnung, wer der Mann ist? Ja, das ist einer von den Bee Gees. Und kennen Sie die Musik der Bee Gees? Kenn ich auch, ja. Ja? Und finden Sie die gut? Finde ich gut. Great. Thank you. Yes, we've been coming since 1968, so, you know, over the years we've seen a lot of changes. And last time we were here, of course, the wall was still up. Als wir das letzte Mal hier waren, stand noch die Mauer. Es hat sich viel verändert, jetzt sind wir ja eins, one, wie ja auch unser Song heißt. Vielleicht haben wir das damals schon geahnt, nein, aber gewünscht. Und es ist jedenfalls schön, dass unsere deutschen Fans das so sehen. Someday, baby, you and I should be one, one. Now, I found that the world is round.
And of course, it rains every day. Living tomorrow, where in the world will I be? Tomorrow, how far am I able to see? Or am I needed here? Now, I am found that the world is round and the gods it rains every day. And I love you so much more than my love. When you see me young forever, everything we are will never die. Love is such a beautiful thing. Oh, you make my world a summer day. Are you just a dream? Much harder to come by. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. As high as a mountain and harder to fly. No idea of the impact, the strong support that they had over in Europe. Mm. I had no idea. This is the biggest, most incredible. Für Crystal Talabero, die Background-Sängerin, ist diese Tour das größte. Sie war völlig überrascht von der Popularität der Bee Gees in Europa. Very. You didn't expect that? No, I've never seen it before.
So etwas hat sie dann doch noch nicht gesehen. Die Begeisterung hat sie überwältigt und dass die Leute alle Songs mitsingen, vom Anfang bis zum Ende. You Win Again, auch die Bee Gees sind immer wieder auf der Siegerstraße. Was macht ihren Erfolg aus? Wir machen keinen und nichts nach, sondern unsere eigene Musik, meint Morris. Nichts anderes haben wir unser ganzes Leben gemacht. Wir machen es gern und wahrscheinlich immer weiter. Aktuelles Album High Civilization bekamen die Bee Gees Gold in Berlin. Kleine Feierstunde kurz vor dem zweiten Konzert backstage. Mit Saturday Night Fever feierten sie Mitte der 70er Jahre ihr erstes großes Comeback. Mit dem Album One in den 80ern das zweite und mit High Civilization nun in den 90ern das dritte. Oder war schon das vierte? Eigentlich waren sie ja nie von der Pop-Bildfläche verschwunden. Morris liebt Illusionen. Im einzigen Kinderstar steckt eben noch ein Kind. Hier in die Garderobe der Bee Gees kommen sonst nur die engsten Betreuer, die Freunde und die Familie. Um sich auch unterwegs etwas zu Hause zu fühlen, nehmen die Gebrüder diese Einrichtung überall mit hin. These toilets, I mean, boy, when they flush, are they loud. Listen to this. Morris, der verspielte Typ, hat großen Spaß an der deutschen Toilettenspülung. Für Eddie, das Mädchen für alles, sind die Bee Gees eine Art zweite Familie. In diesem Koffer landen die Teddys und die vielen glühenden Liebesbriefe. Hier liegen auch die begehrten Autogrammkarten. The signed ones, the unsigned ones. That's enough, Eddie, don't spoil them. Okay. He's funny. It's really funny. And he's funny. Humor haben Morris und Robin, vielleicht weil sie Zwillinge sind und doch so unterschiedliche. Robin, der zarte, zurückhaltende, lebt makrobiotisch. Morris, der Entertainer und Spaßvogel dagegen, steht eher auf Hausmannskost. Hi there, good evening and welcome to John's Kitchen. Übrigens, ihren Koch nehmen die Bee Gees überall mit hin. Und bei Johns Eiscreme wird auch Robin schwach. Goodbye, makrobiotische Diät. And explore the avenues of junk. After me, this raving about it. Yeah. Right. Thank you very much. Yeah.
brighten up my day. Come sit beside me in your way. I'll see you every morning outside the restaurant. The music plays some nonchalant. Man muss eben nur ein Bee Gee sein und schon fliegt die Royal Air Force eben mal eine Ehrenrunde über Potsdam und Berlin. Und die Radioleute vom britischen Soldatensender BFBS funken gleich ein Interview mit Morris live aus dem Helikopter in den Äther. Hold on. Broke her heart, and you tell her love, and for
Bye.
nicht Schluss, kurzer Break hinter den Kulissen, das Publikum draußen will mehr. Barry, der Perfektionist, der Anspruchsvolle, ist zufrieden. Der Älteste der Brüder, sonst eher zurückgezogen und Ernst, wirkt richtig ausgelassen. Sie machen den Sound der Gebrüder komplett, die Band der Bee Gees. Das sind Keyboarder Rudy Dobson, die Gitarristen Alan Kendall und Tim Cairnsfield, der Bassist Chocolate Perry, Backing Girl Patty Peterson und Keyboarder Tim Moore. Schlagzeuger Trevor Morrell ist bereits wieder draußen auf der Bühne. So, und jetzt raus zur Zugabe, aber halt, Barry steckt noch im Ärmel. Er will seinen Berliner Fans natürlich sein neues Deutschland-T-Shirt vorführen. Also dann, the show must go on. You should be dancing. Yeah.
Ein tolles Konzert geht zu Ende und in der Reaktion des Publikums spiegelt sich am deutlichsten die ungeheure Wirkung der Musik der Bee Gees wider. Die Gebrüder Gibb, eine Pop-Legende. Musiker, die ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Stil entwickelt und gehalten haben. Die so oft als Eunuchenchor abqualifizierten Brüder konnten mit dieser Tour zeigen, dass ihr musikalisches Spektrum weit gefasst ist, dass sie über musikalische Kraft und Kreativität verfügen. Immer noch nach so vielen Karrierejahren. Ihre Musik ist keine Frage des Alters, nicht bei den Bee Gees selbst und auch nicht bei ihren Fans. Die drei genießen sichtlich ihren Erfolg. Auf drei Konzerten in Berlin wurden sie von jeweils über 20.000 Fans gefeiert. Nach 2,5 Konzertstunden, 32 Hits und 2 Zugaben lassen die drei Brüder ein begeistertes Publikum zurück. Es war ein Abend mit einer Musik, die an die erste Liebe und an viele gute Zeiten erinnerte. Musik, die in die Beine ging und bei der es oft im Bauch kribbelte. Bye bye Bee Gees, bis zum nächsten Mal in Berlin.